Inmitten von Fichtenwäldern ragt ein dreieckiges Gebäude auf. Das abfallende Dach gleicht zwei Abfahrtsrampen. Schneeparadies, Medaillenschmiede, Aushängeschild des DDR-Sports, Biathlon-Spektakel, Bob- und Rennrodelmekka. Oberhof steht für so vieles. Den Anschluss an andere Wintersportzentren hat es nach der Wende verloren. Im Herbst 2019 erhält Oberhof den Zuschlag für gleich zwei Weltmeisterschaften. Im Biathlon und Rodeln im Jahr 2023. Jetzt rollen die Bagger. Der Staat investiert Millionen. Wird jetzt alles anders? 3 Jahre begleiten wir die Entwicklungen am Rennsteig. Besuchen Sportler, auf denen Medaillenhoffnungen ruhen. Hoteliers, die Millionen investieren. Menschen, denen das berühmt-berüchtigte Oberhofwetter nichts anhaben kann, weil ihr Herz hier schlägt. In weißer Schrift Oberhof 2023. Aufbruch in eine neue Zeit. Das Bild wird schwarz. In weißen Buchstaben Teil 1. Im Regen laufen Besucher zwischen aufgestellten Pavillons über schlammigen Boden. In der Ferne ragt das Dreiecksgebäude zwischen Bäumen empor. Oberhof im Winter 2020. Schlimmer hätte es kaum kommen können. Wochenlang warten die Macher auf Schnee. Als der Biathlon-Weltcup zu platzen droht, lassen sie ihn lastwagenweise aus dem Ruhrpott einfahren, wo zuvor ein Spaßwettbewerb stattfand und die Reste zusammengekratzt wurden. Während Fridays for Future der Nation den CO2-Spiegel vorhält, keine gute Idee. Mehrere Internetartikel von Januar 2020. Eine der Schlagzeilen lautet: Lieferung für Sportevent. Umweltirrsinn? Kuriose Schalke-Schneeaktion sorgt für Kritik von Klimaschützern. Luftaufnahmen der Oberhofer Schneelandschaft. Doch damit nicht genug. Als endlich Schnee fällt, kommt Corona. Wochenlang haben Pensionen und Hotels zu. Ein Einbruch von bis zu 40% ist die Folge. Die Konsequenzen noch nicht absehbar. Ein Blick auf das Dreiecksgebäude, das Ahorn Panorama Hotel. Im Foyer ein Aufsteller, nur Check-in-Rezeption. Das Restaurant ist menschenleer. Eine blonde Frau mittleren Alters steht vor einer Fotowand mit alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und trotzdem geht der Blick nach vorne. Jacqueline Schambach, Leiterin Ahorn Panorama Hotel Oberhof. Ich glaube, über Corona müssen wir nicht sehr viel sagen. Es war für alle die gleiche Situation. Es war von einem Tag auf den anderen dann eben zu. Und nach ein paar Wochen ging die ganze Geschichte auch wieder los, dass wir angefangen haben, hochzufahren. Zwischen grünen Fichten erheben sich gelbe Baukräne. Bagger und Bauschuttcontainer prägen das Landschaftsbild. Die großräumigen Baustellen des Wintersportgebiets von oben. Inmitten der Pandemie wird an anderer Seite des Ortes kräftig gebaut. Die in die Jahre gekommene Rodelbahn wird erneuert. Wenige Meter weiter ein neues Skistadion errichtet. Der Blick gleitet über den begonnenen Stadionbau. Der Staat investiert Millionen für die Ertüchtigung der Weltcup-Anlagen für die Biathlon- und Rodelweltmeisterschaften, die Oberhof 2023 ausrichten wird. Dr. Hartmut Schubert, Finanzstaatssekretär. Wenn wir hier nichts gemacht hätten, würde auch die Frage stehen, ob wir dann noch weiterhin Weltcup-Veranstaltungen hier bekommen. Denn das Stadion und alles drumherum ist halt auch, wie ich schon vorhin sagte, in die Jahre gekommen. Und da müssen wir einfach investieren. Und da sind die Weltmeisterschaften unter Anlass. Ein Arbeiter mit Schutzbrille schweißt an einem Metallgitter. In einem Gebäude. Thomas Schulz, Bürgermeister von Oberhof. Diese Sportveranstaltungen gehören dazu. Also ein Teil würde dem Ort an Identität fehlen. Und ich denke, dass auch die Oberhofer und die gesamte Region so sehr mit diesem Sport, auch mit dem Rodeln, also überhaupt mit diesen Weltcup-Veranstaltungen und stolz darauf sind, dass die hier stattfinden, das wird ein Stück Identität nehmen. Vor dem Stadtgebiet stehen zwei weitere Kräne. Bodenplatten aus Beton liegen inmitten einer riesigen Baugrube. Gebaut wird auch an ganz anderer Stelle im Ort. Eine österreichische Hotelkette will sich in Thüringen niederlassen. Auf einem riesigen Areal soll ein 4-Sterne-Plus-Komplex entstehen. Das gab es in Oberhof bislang nicht.
Silke Krauser-Pielach, Rennrodlerin und Olympiasiegerin. Also es muss sich natürlich schon was verändern. Vieles ist natürlich auch, gerade was im Hotelwesen oder generell so, ist natürlich auch noch ein bisschen so geblieben, wie es war. Und jetzt wird natürlich hier das riesengroße Hotel gebaut, wo man sich natürlich auch verspricht, dass da ganz viele auch aus vielleicht Österreich, Italien hier zu uns kommen, nach Oberhof, um auch, sag ich mal, den Thüringer Wald dann und die Umgebung kennenzulernen. Und das zieht natürlich dann auch noch mehr wieder in die Gastronomie, sodass die vielleicht dann auch, sag ich mal, so einen gewissen Schub kriegen und dann auch motiviert sind, vielleicht noch das ein oder andere vielleicht auch wieder neu zu gestalten. Oberhof zeigt sich im Corona-Jahr 2020 erstaunlich kämpferisch. Trotz aller Rückschläge ist die Aufbruchstimmung unübersehbar und hörbar. Eine Dokumentarfilmreihe von Michael Bachmann und Johannes Romeike. Sprecher Oliver Besthorn. Produktion GMM. Gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei mit freundlicher Unterstützung von Lotto Thüringen.